Erzähl mal erstmal von dir für die, die dich nicht kennen. Wie kam es zu diesem Kanal? Also es war eigentlich relativ spontan. Meine Mutter und ich haben schon immer gern zusammen gekocht und dachten, irgendwann mal ein Kochbuch rausbringen wäre schon irgendwie cool. Aber es kennt ja einer keinen und wenn man dann ein Kochbuch rausbringt, kauft es ja keiner. Also dachte ich mir, fange ich mal mit Instagram an. Vielleicht kann ich mir dann eine Community aufbauen und mir dann irgendwann den Traum erfüllen. Und dann habe ich halt einfach von heute auf morgen, ohne irgendwie Vorwissen oder so, angefangen, Fotos zu posten. Also es kaufen schon Leute noch Bücher. Kommt nur darauf an, wer man ist. Man sagt immer, Bücher nicht rausbringen, so wenn Köche gerade Bücher rausgebracht haben, weil man dann keine Chance geben. Aber wenn man das selber machen möchte, dann hast du recht, dann kauft das niemand. Kannst du mal ein bisschen erzählen, wie viele Follower du aktuell hast, was so ein bisschen die Zahlen auf den verschiedenen Plattformen sind und wohin sich so die Videos entwickeln, die Reels? Also momentan habe ich 1,8 Millionen Follower auf Instagram, fast 700.000 auf TikTok und so fast 70.000 auf YouTube. Und ja, auf Instagram und TikTok, das sind ja beides so Kurzvideos, diese Reels, darauf fokussiere ich mich eigentlich. Und wie viele Aufrufe haben die Reels? Was ist ein Reel, wo du sagst, das ist jetzt erfolgreich gelaufen? Also im Schnitt haben die so 1 Million, 2 Millionen Aufrufe. Es gibt natürlich auch mal welche, die haben dann 5 Millionen, 6 Millionen, ja, so in dem Bereich. Also ich meine, veganer Trend, veganes Essen, Veganismus, das ist alles nicht neu. Du bist auf einen Markt reingegangen, der ganz schön hart umkämpft ist. Auch die ganz Big Player versuchen, auf dem Markt zu punkten. Wie hast du es denn geschafft? Also wäre ja ganz anders, wenn man sagen würde, okay, das ist eine absolute Nische und toll, da hat sie es geschafft, Millionen von Follower zu sammeln. Aber nee, du hast im Mainstream gegen die Big Player es geschafft, das aufzubauen. Wie hast du das gemacht? Also ich glaube, es ist zum einen meine Rezepte. Ich versuche die so ein bisschen einfach zu gestalten, dass die halt wirklich eigentlich jeder nachkochen kann, ohne irgendwie Vorwissen in der Küche zu haben, weil mir das selbst auch ganz wichtig ist, Veganismus für ganz viele Leute zugänglich zu machen. Und ich bin halt einfach ich in den Videos. Ich verstell mich nicht, ich bin nicht perfekt und das zeige ich auch. Und ich glaube, dadurch haben die Leute so ein bisschen das Gefühl, quasi mit mir in der Küche zu stehen und diese Relatability ist auch mehr da. Lass mal noch einen Schritt doch wieder zurückgehen, als du angefangen hast. Was warst du damals für ein Mensch? Was wolltest du damit ausdrücken? Jetzt ab davon, ich möchte vegane Ernährung den Menschen näher bringen. Ich möchte den Rezeptideen geben. Ist das so mehr aus so einer Laune heraus entstanden oder gab es direkt schon einen Plan dahinter? Also meine Motivation war, ich wurde selbst zu dem Zeitpunkt vegan und habe dann auch im Internet nach Rezepten geschaut. Und viele waren mir ein bisschen zu kompliziert und zu viele Zutaten, die ich jetzt bei mir im Dorf nicht bekomme. Und dann dachte ich, das muss doch irgendwie anders gehen. Und dann dachte ich, probiere es mal selbst aus und vielleicht kann ich anderen Menschen damit helfen. Und das ist auch immer noch so meine Motivation, andere Leute zu inspirieren und dazu zu bringen, neue Sachen auch in der Küche auszuprobieren. Wie ist das Wachstum entstanden? Kannst du uns mal mitnehmen? Wo hat es begonnen? Also natürlich bei einem Follower, aber wie ging es nach oben? Also natürlich erstmal schleppend. Ich meine, meine Fotos am Anfang waren auch nicht sonderlich gut. Und dann nach so einem Jahr hatte ich 10.000 Follower. Und das hat sich dann mit der Zeit ein bisschen akkumuliert, bis ich dann im Herbst 2020 70.000 Follower hatte. Und dann in dem Jahr kamen ja auch die Reels raus. Und ich hatte am Anfang ein bisschen Angst, die auszuprobieren, weil es ja schon ein neues Format war. Und dann habe ich mich beschlossen, ich fokussiere mich mal drauf. Und das war wirklich so ein Wachstumsmotor für mich. Also dadurch bin ich dann von den 70.000 zu den 200.000 innerhalb von 1,5 Monaten. Wow. Und seitdem ging es dann eigentlich nur noch bergauf. Also das heißt, du hast eine relativ lange Zeit mit 10.000 Follower, ist ja auch super. Aber ich meine, das ist was anderes als 1,7 Millionen Menschen, ja, die am Zugucken, weil dann wird ein Brand draus erst. Wie hast du diese Zeit erlebt, wo das 10.000 Follower waren? Hättest du einfach weitergemacht, auch wenn nichts passiert wäre, weil es dir ein Anliegen war? Oder hättest du immer gesagt, naja, es ist sehr, sehr viel Arbeit, irgendwann muss ich ja dafür bezahlt werden, für das, was ich dort tue? Also natürlich ist es schön, wenn man noch mehr positive Resonanz bekommt, aber es ist auch einfach so meine Leidenschaft, es macht mir einfach super viel Spaß und von daher denke ich, hätte ich trotzdem weitergemacht und ich meine, es ist ja auch gewachsen, nur halt langsamer, aber weil es mir einfach so viel Spaß macht, denke ich, wäre ich auch weiterhin dran geblieben und hätte einfach dran geglaubt, dass ich jeden Menschen, den ich damit inspirieren kann, das ist mir wert genug. Was ist passiert, als es von 10.000 auf 70 und dann von 70 auf 200 und dann über die Millionen
gegangen ist. Was hat das mit dir selber gemacht, auch mit den Inhalten, wie du was produzierst, bevor wir zu dem Format Reels kommen? Also viel verändert hat es eigentlich nicht. Ich habe schon vorher immer versucht, meine Videos und meine Inhalte zu optimieren, ein bisschen weiterzuentwickeln. Auch es gibt ja verschiedene Trends, dass ich mich da einfach ein bisschen anpasse, um auch aktuell zu bleiben. Von daher, ich bin immer noch alleine in meiner Küche zu Hause und koche für meine Familie. Von daher, in die Richtung hat sich nicht so viel verändert. Aber natürlich, wenn ich dann mal im Urlaub bin, kommt mal jemand, der mich anspricht oder sowas, und das ist dann schon cool. Na, ich meine, es hat sich eine ganze Menge verändert, dass du jetzt nicht mehr in deiner Küche bist, sondern hier ein paar tausend Leute gerade sitzen und dir zuhören, wie du das gemacht hast. Was hat das mit dir gemacht? Was genau jetzt? Das jetzt hier, zum Beispiel jetzt auch die Küche zu verlassen und ganz viele Menschen zu haben, die wahrscheinlich alle deutlich älter sind. Einige, ich rede von mir. Die jetzt hier zuhören dabei und das als Motivation sehen, als Vorbild. Da fühle ich mich schon sehr geehrt, dass mir Leute auch wirklich zuhören, obwohl ich noch minderjährig bin und wirklich auch meine Stimme gibt einen Wert hat, was ich sage. Das ist schon unglaublich eigentlich. Na, und zur Abwechslung auch mit was Vernünftigen, nämlich mit fleischlosen Rezepten, wo wir alle wissen, gut für unseren Planeten und für uns selber sind. Also ich meine, es gibt ja auch viele Sachen, die sind auch toll, aber das ist wirklich sinnvoll. Du bist irgendwann auf Reels gegangen, hast du gesagt. Was ist passiert? Weil Reels gerade so rausgespült worden sind und man gesehen hat, Reels sind der neue Shit? Oder wie bist du zu den Reels gekommen? Ja, also ich habe gesehen, dass andere Creator dadurch total durch die Decke gehen und dachte mir, ich probiere das dann mal aus. Und mit der Zeit habe ich auch gemerkt, dass man in den Reels noch ein bisschen persönlicher sein kann und man kann sich so selbst direkt zeigen, man kann ein bisschen mehr mit der Community interagieren und das hat mich dann auch dabei behalten quasi, dass ich die weitermache. Wie hast du das herausgefunden? Also ich meine, ich habe damals nur gesehen, okay, es gibt Videos, die sind länger und jetzt gibt es Reels, die sind kürzer. Das war der einzige Schluss, den ich da draus gezogen habe. Aber die Reels einzusetzen als eine bestimmte Form, das habe ich nicht begriffen. Wie hast du das verstanden? Natürlich habe ich mich so ein bisschen auch inspirieren lassen von anderen Leuten, die schon Reels gemacht haben. Aber auch dadurch, dass es ein anderes Format ist, man hat ja quasi den ganzen Handybildschirm, hat man dann ja noch neue Möglichkeiten, irgendwelche Sachen zu zeigen. Und das ist das, was ich eben gesagt habe. Ich stelle mein Handy dann vorne in die Küche, stelle mich davor und es ist quasi so, als ob ich mit jemand anderem, mit dem User in der Küche stehen würde. Und das ist, kann man dann halt schon gut einsetzen. Und jetzt machst du im Grunde 100% Reels. Ja. Was ist mit anderen Plattformen? Hast du darüber nachgedacht? Weil du kannst ja in der Form, bei YouTube geht das auch, aber YouTube möchte andere Dinge haben. So genuin soll es alles ein bisschen länger sein, es soll alles mehr im Breitformat sein. Wie entscheidest du, wo du was machst und wie funktioniert es? Funktioniert es mal besser, mal schlechter auf den verschiedenen Plattformen? Ja, also generell versuche ich schon, mich nicht nur auf eine Plattform zu fokussieren, sondern schon auf vielen möglichen Plattformen aktiv zu sein. Und ich versuche auch ein YouTube-Video pro Woche hochzuladen, wobei das natürlich noch mehr Zeit in Anspruch nimmt als so ein Kurzvideo. Und wie war die Frage nochmal? Ob du das Gefühl hast, dass du andere Inhalte auf YouTube anders produzieren musst, wenn du nämlich von 100% Reels aus TikTok und Instagram kommst und plötzlich in YouTube in einem ganz anderen Format bist. Was macht das mit dir und wie entscheidest du, welche Inhalte du wo transportieren möchtest? Auf jeder Social-Media-Plattform ist die Community auch noch mal ein bisschen anders. Bei TikTok und Instagram mache ich es so, dass ich da eigentlich die gleichen Inhalte hochladen kann. Es ist ja auch das gleiche Format und es ist ganz lustig. Manchmal geht ein TikTok-Video viral und das gleiche auf Instagram performt nur so halt normal gut. Das kann man auch gar nicht so richtig verstehen. Aber für so längere YouTube-Videos muss man sich natürlich noch mal ein bisschen anderes Konzept überlegen und noch mal anders an die Sache herangehen. Versuchst du trotzdem zu verstehen, warum das eine auf Instagram besser funktioniert als auf TikTok oder andersrum? Oder ist dir das dann egal und du sagst, ist jetzt so, das muss ich akzeptieren? Also ich habe mal versucht, so ein bisschen mich da reinzudenken, aber am Ende des Tages weiß man es eigentlich nicht so genau, warum das eine jetzt absolut viral geht und das andere nicht. Welche Videos oder welche Reels, besser gesagt, sind besonders erfolgreich gewesen? Man kann ja so ein bisschen rückblicken, gucken, was sehr, sehr gut funktioniert hat. Kannst du da mal ein paar Zahlen nennen und auch die Inhalte dazu? Ja, also mein alleviralstes Video, das war ein Focaccia, das habe ich auf TikTok hochgeladen. Das hatte
ich glaube, 14 Millionen Views und dann 1,6 Millionen Likes. Also es ist auf allen Plattformen mein erfolgreichstes Video. Dann habe ich aber auch noch auf Instagram ein paar, die sind dann bei 6, 7 Millionen Views mit 200, 300.000 Likes. Das sind so meine Top-Performance-Videos. Wenn die anderen nicht so erfolgreich sind, macht das auch was mit dir? Also gibt es den Erfolgsdruck, dass du immer willst, dass das irgendwann getoppt wird? Oder reicht das dir, was du jetzt aktuell hast und sagst, naja, jetzt bin ich mittendrin, ich habe meine Followerschaft, ich habe die Communities auf den verschiedenen Plattformen und jetzt mache ich einfach? Also ich bin super dankbar für das, was ich habe und für meine Community, aber ich glaube, das ist menschlich, dass man immer schon nach ein bisschen mehr strebt, und ich war auch schon immer so, dass ich relativ ehrgeizig war, und wenn ich wirklich viel Arbeit und Fokus in eine Sache reinstecke und auch mit Leidenschaft mache, dass ich da ja einfach besser drin werden will und noch mehr Leute erreichen will, von daher strebe ich da schon nach mehr noch. Das sieht man noch an der Sprache, die du benutzt, weil das auf Englisch ist, was dort stattfindet. War das immer schon der Gedanke, dass du dadurch einfach die gesamte Welt erreichen kannst und nicht nur Deutschland, oder ist das so peu à peu gewachsen? Ich habe tatsächlich nur auf Englisch angefangen, dann nach ein paar Monaten auch Deutsch dazugenommen, weil es ja logisch ist. Und mein Gedanke war schon immer, Englisch mit der Weltsprache kann man halt noch mehr Leute erreichen, die jetzt nicht unbedingt nur Deutsch sprechen. Und ich meine, ich lerne es ja auch in der Schule, da kann ich noch so ein bisschen üben, und deswegen mache ich das. Was passiert jetzt? Also ich meine, jetzt hast du eine riesige Followerschaft aufgebaut. Was sind die nächsten Schritte? Wo willst du jetzt damit hin? Ich glaube, jetzt wird es interessant, dass man sich mal Gedanken macht, wie man sein Brand aufbaut. Ja, also erstmal natürlich möchte ich weiterhin Social Media machen. Dann habe ich letztes Jahr im Oktober ein Kochbuch rausgebracht. Das war auch so ein kleiner Traum von mir, der dann in Erfüllung gegangen ist. Und ich möchte halt noch mehr in die Richtung gehen, Fit Green Mind zu einer Marke zu machen. Und vielleicht auch mal eigene Produkte in den Supermarkt zu bringen, so Convenience Food in vegan und gesund, das ist so ein ganz großes Ziel von mir. Wie gehst du das an? Also ich habe jetzt seit ungefähr einem Jahr ein Management, und die unterstützen mich bei solchen großen Projekten. Und es gibt jetzt noch nichts Konkretes, aber wir sind ständig im Austausch, und ich bin sehr optimistisch, dass da in Zukunft was kommt. Und dann geht es dann doch wieder zurück zum Buch letztendlich. Also man möchte dann doch über einen ganz normalen Verlag etwas auf einen ganz normalen Markt bringen, um die Marke bekannter zu machen oder um dich bekannter zu machen oder um das einfach gemacht zu haben, weil man sieht, okay, das ist jetzt noch ein weiterer Markt, den man ja auch erschließen kann, für die, die jetzt nicht bei TikTok und bei Instagram sind. Ja, also wir haben das als Selbstverlag gemacht mit meinem Management, aber natürlich durch so ein analoges Produkt hat man nochmal eine andere Zielgruppe, die man erreichen kann, wenn das in normalen Buchhandlungen steht. Und das ist natürlich auch cool, dann mal eine andere Person zu erreichen. Du hast Kooperationspartner, die mit dir zusammenarbeiten. Wie suchst du die aus? Wir sind gerade aktuell durch einige Fälle ja alle sehr sensibilisiert dafür, dass man sehr, sehr genau gucken sollte, was man dort macht. Und wenn sehr viel auf einen einprasselt, dann verliert jeder den Überblick. Das ist, glaube ich, auch menschlich. Aber man muss sehr genau aufpassen, insbesondere wenn man so viele Menschen hat, die einem folgen, weil du eine riesen Verantwortung halt mit dir trägst dadurch. Also wie gehst du damit um, welche Kooperationspartner du dir aussuchst für das, was du machst? Also ich möchte wirklich nur Produkte empfehlen, die ich auch selbst zu Hause benutze. Und da teste ich auch vorher ganz ausgiebig, ob was wirklich gut ist. Und ich habe auch ein paar Werte, die ich halt, ein paar Maßstäbe, die ich an Produkte anlege. Zum Beispiel Nachhaltigkeit oder natürlich, dass es hochqualitativ ist, dass man auch lange daran hat. Und wenn ich dann wirklich zufrieden mit einem Produkt bin, dann bin ich auch offen für eine Kooperation und habe auch Lust, das meiner Community zu empfehlen. Hast du vor, weiter zu expandieren, auch in andere Bereiche, oder sagst du, nee, das ist mein Kerngeschäft und ich möchte gerne bei veganen Rezepten bleiben? Also außer jetzt Produkte und Buch und Dinge, die in dem Kosmos drin spielen, oder guckst du, dass du weiter expandierst? Also natürlich ist Essen, so vegane Rezepte, mein Hauptfokus, aber das mache ich auch schon ein bisschen in meinen Stories oder in YouTube-Videos, dass ich so ein bisschen drumherum von meinem Leben zeige und Ich möchte den Leuten so vermitteln, dass Veganismus gar nicht so exotisches ist, sondern dass man das Kochen eigentlich super einfach in den Alltag integrieren kann. Und wer weiß, was die Zukunft bringt. Vielleicht gehe ich doch noch ein bisschen auf andere Schienen und hole andere Bereiche mit rein. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, aber Essen und vegane Rezepte sind natürlich mein Hauptfokus. Wie ist es für den eigenen Kopf in so jungen Jahren mit so vielen Menschen zu interagieren? Also ich meine,
wenn du sagst, da gibt es Hunderttausende von Kommentaren, die unter die Videos kommen. Wer guckt sich das an? Wer leitet da durch? Wie gehst du damit um, was Leute dir permanent für Feedback geben, Tag und Nacht? Also ich finde das eigentlich ganz cool, weil man merkt, dass man wirklich die ganze Welt mit Social Media erreichen kann. Dann bekomme ich Nachrichten von Leuten aus Sydney oder aus New York. Und es ist schon cool, mit so vielen Leuten im Austausch zu sein. Und ich finde, man kann da auch super viel draus lernen und Inspiration draus ziehen, wenn mir Leute dann ihre Landesgerichte schreiben, die ich mal veganisieren soll und sowas. Das finde ich schon sehr, sehr cool. Kannst du uns mal ein bisschen in das Backoffice mit reinnehmen? Was braucht man an Power dort hinten, an Menschenpower, um so einen Kanal am Laufen zu halten? Oder ist es tatsächlich nur du und dein Handy, die dort sitzen und dann gibt es ein neues Rezept? Also das, was man auf Instagram und den anderen Social-Media-Kanälen sieht, ist tatsächlich eigentlich nur das, was ich mache. Also ich bin zu Hause bei uns in der Küche und filme da mit meinem Handy, mit meiner Kamera und muss nachher aufräumen. Und für größere Projekte, wie ich eben schon gesagt habe, so fürs Kochbuch und sowas, habe ich dann mein Management, die mich dabei unterstützen, weil allein könnte ich das ja gar nicht stemmen eigentlich neben der Schule. Und das ist dann, je nach Projekt, arbeiten dann auch eine verschiedene Anzahl an Leuten daran. Kannst du das mal ein bisschen mal in den Look deiner Videos mit reinnehmen? Wie relevant ist es? Ist es überhaupt relevant, dass es besonders gut aussieht, dass es besonders scharf ist, dass du das neueste Gerät dafür hast? Oder ist es letztendlich nur die Art, wie du das transportierst? Ich würde sagen, mittlerweile hat Social Media schon einen recht hohen Qualitätsstandard, wenn man sich so gut performende Instagram Reels oder TikToks anguckt. Die sind ja schon relativ hochwertig gestaltet. Ja. Und man muss den Zuschauer ja auch irgendwie catchen. Und wenn da jetzt ein Video ist, was verpixelt ist, man es nicht genau erkennt, dann hat man auch keinen so großen Anreiz, das wirklich zu schauen, als wenn das wirklich ein schön produziertes Video ist. Aber es kommt natürlich auch darauf an, wie man es gestaltet, wie man es aufbaut, dass man auch die Aufmerksamkeit des Users halten kann. Und zwar? Also schnelle Schnitte, wirklich die Aufmerksamkeitsspanne ist ja nicht so hoch, gerade bei so Kurzvideos, dass man das, was man macht, schnell und unterhaltsam irgendwie verpacken kann, mit Perspektivwechseln, mit kleinen Witzen, die man einbringt, das auch interessant ist anzuschauen. Wie viel Zeit geht rein in ein Reel? Also die dauern bei mir so eine Minute Endprodukt, aber da stecken dann Filmzeit so 1,5 bis 2 Stunden und dann nochmal 1 Stunde Bearbeitung drin. Und natürlich muss man vorher planen, was man überhaupt macht und auch so ein bisschen überlegen, wie man das aufbauen möchte. Bist du irgendwann an dem Punkt angekommen, wo dir die Ideen ausgehen? Nee, also ich finde, Inspiration kann man überall finden, ob das jetzt bei meiner Oma ist oder im Internet, im Restaurant. Und ich liebe es einfach auch, neue Sachen auszuprobieren. Und ich merke immer wieder, wenn ich so denke, heute habe ich irgendwie keine Idee, am nächsten Tag fällt mir auf, boah, es gibt noch so viel, was ich gar nicht ausprobiert habe, was ich noch gar nicht entdeckt habe. Da habe ich gar keine Angst, dass mir irgendwann mal Ideen ausgehen. Also ist das quasi jetzt ein Vollzeitjob? Also ich gehe noch zur Schule, ich mache nächstes Jahr Abitur. Aber es ist natürlich auch relativ viel Arbeit, die da in Reels reingeht. Und ich kann mir auch vorstellen, das dann nach der Schule so weiterzumachen. Was hast du denn für Tipps, wenn jetzt jemand hier sitzt und sagt, er möchte das irgendwie auch probieren oder sie, aber irgendwie funktioniert das nicht? Ich meine, wenn wir wieder zurückgehen, das ist das Spannende, es ist ja bei dir plötzlich rasend schnell gegangen. Wenn Creator hier sitzen und sagen, naja, irgendwie komme ich über meine 5.000 bis 10.000 Follower nicht hinaus, egal was ich mache. Machen die was falsch? Müssen die Geduld mitbringen? Ist die Idee bescheuert? Muss man Glück haben? Weißt du, das ist so, ist mal schön, jemanden zu haben, bei dem es mal funktioniert hat und in so einer schnellen Zeit, um zu erfahren, was dahinter steckt. Also man braucht auf jeden Fall Geduld. Meine ersten 2 Jahre, wo ich eigentlich jeden Tag einen Post gepostet habe, da ging es ja auch nur stockend voran. Von daher braucht man schon ein bisschen Durchhaltevermögen. Und wichtig ist, dass man sich nicht verstellt, dass man authentisch ist, dass man auch wirklich einen Inhalt hat, der die Leute interessiert, der die irgendwie anfixt und denen irgendeinen Mehrwert mit auf den Weg gibt, den sie wirklich für sich nutzen können. Und ich denke, dann, wenn man dann auch dranbleibt, kann man mit der Zeit sich eine Community aufbauen. Lass mal auch mal über Misserfolge sprechen. Für die letzten Minuten, um zu gucken. Ich habe Jahre gemerkt, dass man immer versuchen sollte, zu schauen, was man noch verbessern kann. Dass man zwar zufrieden sein sollte mit dem, wie es jetzt gerade ist, aber trotzdem schauen,
sollte, wie man sich weiterentwickeln kann, weil Social Media ist so schnelllebig. Und wenn man dann die ganze Zeit bei einer Sache bleibt, bei einem Stil und nichts Neues ausprobiert, dann kann es auch sein, dass die Videos dann nicht mehr so gut geklickt werden. Und von daher ist es wichtig, sich auch zu trauen, neue Sachen auszuprobieren. Auch wenn es mal nicht klappt, lernt man was draus und kann dann was Neues ausprobieren, was vielleicht richtig gut klappt. Nimm uns mal in das letzte Jahr mit. Was hat sich verändert bei den Reels, die du machst? Eine ganze Menge. Ich habe Anfang des Jahres noch gar nicht gesprochen in meinen Reels, also nur Hintergrundmusik benutzt. Und dann mit der Zeit bin ich selbst immer präsenter geworden, habe angefangen zu reden. Und jetzt vor kurzem habe ich nochmal angefangen, neue Sachen zu implementieren, wo ich mit ein bisschen Voice-Over arbeite, wo ich quasi mit mir selbst interagiere und immer mal wieder Witze einwerfe, was auch super gut ankommt. Also da gucke ich ständig, dass ich irgendwie noch was verbessern kann. Was braucht so ein Kanal noch? Also ich meine, wo willst du jetzt damit hin? Soll das jetzt auf 17 Millionen, soll das immer weiter, also klar soll das wachsen, das ist mir schon klar. Aber wo willst du damit hin? Was ist das, was du erreichen willst? Also ich möchte Fit Be Mind zu einer richtig etablierten Marke machen und damit ganz viele Menschen inspirieren und zeigen, dass Veganismus einfach ist, dass man vegan kochen auch bei sich zu Hause machen kann, ohne irgendwelches Vorwissen, und dass man auch nicht unbedingt komplett vegan sein muss, sondern dass man auch einfach mal 3-4 Mal die Woche was Veganes kochen kann und dass das gut schmecken kann und dann gut für die Umwelt und für einen selbst ist. Hast du Probleme mit Leuten, die das partout nicht akzeptieren wollen und auch Hass posten? Also ich finde es immer schade, wenn so direkt irgendwie gegen Veganismus gehatet wird und man sagt, das schmeckt nicht oder sowas, weil man kann ja wenigstens mal was probieren und dann urteilen. Aber ich finde, wenn man einfach so urteilt, ohne irgendwie sich damit auseinandergesetzt zu haben, finde ich das sehr schade, weil dann verpasst man auch was. Content Creator, die jetzt hier sitzen, die eine große, alte, mächtige Marke haben und es wächst nicht. Ich meine, das Lufthansa-Logo wurde irgendwie um einen Millimeter verändert und es gab einen riesen Aufschrei. Das ist genau das Gegenteil von dem, was du gesagt hast. Wir müssen neu probieren und was anderes machen. Wie kommt man daraus, den Mut aufzubringen und dann doch was zu verändern? Ich liebe es einfach, neue Sachen auszuprobieren und daran auch zu wachsen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man einfach Spaß daran hat, Neues auszuprobieren, weil das fixt einen dann auch so ein bisschen an, diesen extra Schritt zu gehen und mal was Neues zu machen. Was ist mit Analyse im Hintergrund? Ich komme aus dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen, da gibt es permanent irgendwelche Meinungsforschungsdinge und Leute werden befragt, wie sie das fanden. Jeder sagt irgendwas ganz anderes und daraus schließen sie dann irgendwas, was dann meistens nicht stimmt. Machst du sowas? Also beschäftigst du dich intensiv mit deinen Zahlen, mit Feedback, oder sagst du, nee, hat bisher ganz gut funktioniert, so wie ich das gemacht habe, ich mache aber weiter? Ich beschäftige mich schon mit Feedback und auch mit Zahlen. Wenn mal ein Video gar nicht gut performt, überlege ich auch, warum das jetzt so sein könnte. Oder auch wenn meine Community mir direktes Feedback gibt, gehe ich da sehr gerne drauf ein und schaue, was ich daraus machen kann und wie ich daran wachsen kann. Was hat so gar nicht funktioniert? Also Fotos ganz am Anfang, das war ganz gut für mich zum Einstieg, aber ich bin dann auch relativ schnell auf Videos umgestiegen und ich glaube, heutzutage, um wirklich eine Reichweite aufzubauen, ist es wichtig, Videos oder auch Kurzvideos zu produzieren. Maya, du bekommst einen ganz wundervollen Applaus von unserem Publikum für die großartige Arbeit, die du leistest. Maya Leinbach, vielen, vielen, vielen Dank. Gerne. Ein großartiges Vorbild.